Die Münchner Bank wünscht Ihnen gute Unterhaltung bei Löschen. Ihre Bank, Münchner Bank. Liebe Zuschauer, ich begrüße Sie ganz herzlich. Schön, dass Sie München TV eingeschaltet haben. Heute geht es um was ganz Besonderes. Es gibt hier eine Persönlichkeit in Bayern, die feiert jetzt gerade das 30-jährige Jubiläum, und zwar als Präsident Bund der Steuerzahler. Baron von Honau, ich begrüße Sie ganz herzlich. Ja, was können Sie uns denn erzählen? 30 Jahre Präsident Bund der Steuerzahler. Sie sind ein Kämpfer. Sie sind jemand, Sie haben neue Wege beschritten. Sie haben viel, viel für uns Steuerzahler getan, wenn Sie einfach da mal so Revue passieren lassen. Wie sind Sie denn in das Amt damals reingekommen? Ja, zunächst einmal als Fazit, die Arbeit geht für Steuerzahlerpräsidenten nie aus. Man erzielt Erfolge, aber die Erfolge und die Arbeit eines Steuerzahlerpräsidenten ist langwierig. Man braucht lange Zeit, um Dinge durchzusetzen. Wir kommen ja nachher noch auf den Haushalt ohne Schulden. Ja. Das sind so Dinge, die ich schon seit 30 Jahren betreibe. Aber angefangen hat es damals, ich war so in einer kleinen Untergruppierung des Bundes der Steuerzahler schon aktiv, als Vorsitzender in Augsburg. Und da gab es ein großes Revirement. Irgendwie haben halt die damaligen Spitzenfunktionäre nicht so funktioniert, und es gab so eine kleine Revolution, und um es kurz zu machen, am Ende der Revolution war ich dann Vizepräsident dieses Verbandes 3 Jahre und wurde dann nach der 3-jährigen Vizepräsidentenzeit als Präsident bestellt. Es war ja, glaube ich, Ihr Vorgänger war ja auch ein Adeliger, Herr von Gumpenberg, ist das richtig? Ja, der war mein Vorvorgänger. Vorvorgänger, ja. Also der war in der Zeit, als ich Vizepräsident war, in der vorhergehenden Amtsperiode. Was muss man sich denn da vorstellen unter der Position Präsident Bund der Steuerzahler? Na ja, zunächst einmal ist es eine Organisation, die in Bayern 50.000 Mitglieder hat, die in Deutschland 350.000 Mitglieder hat, und ich bin ja auch europäischer Präsident dieser Organisation. Da haben wir insgesamt in praktisch allen europäischen Ländern, weit rausgehend über die EU, zum Beispiel auch in der Ukraine, Weißrussland und Russland, haben wir solche Organisationen insgesamt mit 1,2 Millionen Mitgliedern. Und dann gibt es natürlich auch eine Weltorganisation der Steuerzahler, die ich mitbegründet habe. Und da sind die Weltorganisationen beieinander, um Erfahrungsaustausch zu pflegen, um sich gegenseitig zu informieren, wie sie ihrer Arbeit nachgehen. Und das ist immer sehr interessant, weil man damit Anregungen für sich selber findet, für die eigene Organisation, aber auch vieles von unserem Wissen als größter Steuerzahlerorganisation der Welt weitergeben kann. Und Herr von Honau, Sie sind ja bekannt als Kämpfer, so eine Organisation aufzubauen. Ich kann mich nur erinnern, wir kennen uns ja seit vielen Jahren. Sie sind ja wirklich einer der großen Wachstumselemente hier in unserem Bayern. Also es gibt viele Ihrer Mitglieder, die wirklich auch von diesem Verband was haben. Also das heißt, Sie geben was zurück, Sie geben hervorragende Zeitungen raus, Magazine raus, wo Sie wirklich auch meines Erachtens sehr einfach, aber doch sehr tiefsinnig schreiben, weil Steuern, da kommen wir jetzt dann gleich mal drauf, das ist ja sehr ein Wahnsinn. Das ist ja wie ein Urwald, wie eine Odyssee. Also, ja. Wie ticken Sie da? Ich meine, Sie haben ja eine Energie, das ist unglaublich. Ja, das macht ja auch Spaß. Ja. Diese Arbeit macht Spaß, weil sie sehr vielseitig ist. Man befasst sich mit den Einnahmen des Staates, mit den Ausgaben des Staates, mit der Bürokratie, mit sozialen Sicherungssystemen. Also all die Brennpunkte, die man immer wieder hat, das hat man jetzt gerade im letzten Wahlkampf gesehen, wie stark solche Themen im Vordergrund stehen, damit befassen wir uns. Und zunächst einmal wird einer Mitglied beim Bund der Steuerzahler, weil er diese Dinge mittransportieren will, das, was an den Stammtischen gesprochen und gefordert wird, das versuchen wir dann entweder im Gespräch mit der Politik oder auch in der Konfrontation mit der Politik durchzusetzen. Darüber hinaus ist es natürlich so, dass wir hervorragende Mitarbeiter haben in unserem Büro, die Mitgliedern auch Ratschläge geben im juristischen Bereich, im steuerlichen Bereich. Wir ersetzen nicht den Steuerberater, arbeiten eng zusammen mit den steuerberatenden Berufen, auch mit deren obersten Funktionären.
Aber wir können so Vorklärungen machen, Ratschläge geben, wie man Themen angehen soll, ob es sich überhaupt rentiert, in einer Sache zu streiten oder nicht zu streiten. Das bieten wir als Serviceleistung. Und dann haben wir natürlich eine Fülle von Schriften, die Sie schon erwähnt haben. Das ist unsere Verbandszeitung, die immer sehr aktuell über alles berichtet, was draußen vor sich geht, in unseren Zielsetzungen. Auf der anderen Seite haben wir auch Informationsbroschüren. Wir unterrichten Schüler, wir machen Informationsveranstaltungen für Schüler. Und wir machen natürlich auch, was ich für sehr wichtig halte und was wir damals unter Max Streibel schon angefangen haben. Der war damals der erste Finanzminister, mit dem ich zu tun hatte. Wir machen Veranstaltungen, wo wir Klimaverbesserung zwischen den steuerzahlenden Bürgern und der Finanzverwaltung forcieren, weil wir der Auffassung sind, beide müssen mehr Verständnis für den anderen haben. Die Finanzverwaltung vollzieht Gesetze, also die Politiker machen, die sind nicht verantwortlich für das, was sie manchmal vollziehen müssen. Und die Steuerzahler müssen einfach das verstehen. Und auf der anderen Seite versuchen wir natürlich auch bei der Finanzverwaltung für die täglichen Probleme der Steuerzahler zu werben und aufzuzeigen, dass hier am besten eine gute Zusammenarbeit hilft. Man sieht sie quasi immer wieder auf allen Fernsehkanälen. Und wenn man Ihre Interviews beachtet und beobachtet, dann sind Sie jemand, der wirklich, ich sage es jetzt mal richtig deutsch, den Mund aufmacht. Ja? Und man merkt einfach, Sie sind so ein Vertreter des Volkes auch. Ja, gut, das ist natürlich der Vorteil dieses Steuerzahlerpräsidenten. Wir müssen auf niemanden Rücksicht nehmen. Wir sind sozusagen unabhängig auch. Wir sind absolut unabhängig. Wir finanzieren uns ausschließlich aus Mitgliedsbeiträgen. Wir nehmen keine Förderung des Staates entgegen. Das gibt es bei uns gar nicht, dass wir uns von irgendwo abhängig machen. Und dadurch können wir ganz, ganz unabhängig unser Wort ergreifen zu wichtigen Themen. Und was natürlich bei uns besonders wichtig auch ist, wir haben ein eigenes Forschungsinstitut, das Deutsche Steuerzahlerinstitut, das uns Grundlagen erarbeitet. Das heißt, wir reden nicht einfach so daher, sondern wir haben alle Themen sauber aufgearbeitet und können gute Fachbeiträge liefern. Jetzt, wenn ich Sie einfach mal fragen darf, auch als Steuerzahler unseres Landes hier, es gibt gemeinschaftliche Steuern, Lohnsteuer, Einkommensteuer, Umsatzsteuer, Körperschaftssteuer, Abgeltungssteuer, Gewerbeumlagesteuer, dann die Bundessteuern, Energiesteuer, Tabaksteuer, Branntweinsteuer, Kaffeesteuer, Versicherungssteuer und so weiter. Es ist ja ein riesiges. Die Sektsteuer nicht vergessen, die der Kaiser Wilhelm zur Finanzierung der Kriegsschiffe eingeführt hat. Aha, aha. Ich meine, Sie sind ja da ein absoluter Experte. Wenn ich Sie mal so fragen darf, wenn man jetzt mal sagt, wir haben hier weit über 80 Millionen Menschen in unserem Deutschland. Was glauben Sie, wie viel dieser Bevölkerungsschichten verstehen was von Steuern? Partiell verstehen vielleicht die Leute immer von den Steuern, was die sie besonders betreffen. Aber unser Steuersystem zu überblicken, ist fast nicht möglich. Das ist das komplizierteste Steuersystem der Welt. Ich glaube, fast zwei Drittel der Weltsteuerliteratur ist in deutscher Sprache geschrieben. Nicht, weil die anderen so gern deutsche Steuerliteratur lesen, sondern weil unser System so kompliziert ist. Und das muss vereinfacht werden. Und das ist ja komischerweise so, dass alle politischen Parteien uns immer wieder bestätigen, wir werden vereinfachen, wir müssen was machen, wir müssen Erleichterungen herbeiführen. Und auf der anderen Seite, jedes Mal, wenn ein neues Erleichterungsgesetz kommt, merkt man hinterher, dass es eigentlich noch komplizierter geworden ist als vorher. Ich denke jetzt zum Beispiel hier die elektronische Datenerfassung. Da meint man jetzt, das ist toll, jetzt wird das elektronisch erfasst, man kann die Belege alle elektronisch erfassen und so weiter. Das hilft aber eigentlich nur der Finanzverwaltung, weil der steuerzahlende Bürger muss jetzt die elektronisch erfassen, das kostet Geld, die Steuerberater dürfen es gar nicht berechnen zurzeit noch und dann hinterher muss er trotzdem seine ganzen Unterlagen so wie früher aufheben. Also was ist denn da für den Steuerzahler gewonnen? Und da muss mal richtig hart rangegangen werden an diese Steuervereinfachung. Und es gibt ja Vorschläge, Professor Kirchhoff hat tolle Vorschläge gemacht, wie man Steuern vereinfachen kann, hat alle Steuerarten zusammengefasst, die Einkommensteuer, die Lohnsteuer für Kapitalgesellschaften, für Privatpersonen, weil er sagt, Einkommen ist Einkommen, was ich voll unterstütze und will sehr viele Ausnahmeregelungen, wo man Steuern
legal vermeiden kann, einfach abschaffen und damit das ganze System einfacher machen. Und in der Kompliziertheit des Systems liegt natürlich auch sehr viel Ungerechtigkeit, weil nicht jeder kann es sich leisten, da die besten Fachleute zu Rate zu ziehen. Und der halt gut beraten ist und viel weiß und dafür auch das Geld hat, der kann das Steuersystem in einem ganz anderen Ausmaß nutzen für sich, als die anderen, beispielsweise die Mittelständler, die Handwerker, die ja ihrem Job nachgehen müssen und die einfach nicht die Zeit aufwenden können, um sich in so ein kompliziertes System reinzuarbeiten. Nun kann es auch sein, mit so einem komplizierten System, dass also manche Steuerzahler ganz unbewusst eben verkehrte Steuerabgaben machen, weil sie eben einfach das gar nicht so verstehen und sagen, muss denn das da rein und wie ist das? Jetzt habe ich ein Auto privat verkauft und dann muss ich jetzt da die Mehrwertsteuer. Also da ist ja auch vieles im Argen. Ja? Das ist im Argen. Aber lassen Sie uns mal so ein bisschen reden. Der deutsche Fiskus greift ja jetzt richtig an auf Steuerbetrug. Ja, das ist ja etwas, wo Sie auch sagen, das geht nicht. Ja. Aber trotzdem, dieses komplizierte System ist ja auf der einen Seite so kompliziert. Und wenn Sie jetzt sagen, ja, das gibt jetzt einfach meinen Steuerberater und der Steuerberater macht irgendwie eine Formulierung, wo man sagt, ja, da könnte man vielleicht durchkommen und so. Und das System von seitens des Staates ist ja knallhart. Ja, ja, natürlich. Was sagt denn da so der Bund der Steuerzahler dazu? Ja, wir kämpfen natürlich auch für einen vernünftigen Gesetzesvollzug. Es ist klar, Steuerhinterziehung geht nicht. Dass die Steuern, die einen hinterziehen, müssen die anderen bezahlen. Also das ist, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Auf der anderen Seite, da kommen wir nachher vielleicht nochmal drauf, wird ja auch sehr viel Steuergeld verschwendet. Das muss man dann dagegen rechnen. Das ist nämlich derselbe Effekt für den Steuerzahler, ob Steuern hinterzogen werden oder verschwendet werden. Also kämpfen wir auch gegen die Verschwendung. Aber bei der Kompliziertheit der gesetzlichen Maßnahmen sind natürlich Fehler möglich. Und auch die Finanzverwaltung macht oft Fehler. Ich habe es selber am eigenen Leib verspürt, dass sie zum Beispiel meine Steuererklärung ein Jahr lang irgendwo in einem Stapel von Steuererklärungen vergessen haben. Da passieren genauso Fehler und da sind wir eben, deswegen machen wir die Fragen Klimaverbesserung, dass auch die Finanzamtvorsteher Verständnis dafür haben, dass die Kompliziertheit des Steuersystems bei dem einen oder anderen Steuerzahler auch zu Fehlern führt, die gar nicht absichtlich gemacht werden und die dann unter Umständen sehr dramatische Auswirkungen haben können, wenn man nicht einen vernünftigen Gesetzesvollzug macht. Lassen Sie uns mal zu dieser Steuerverschwendung kommen. Der Bund der Steuerzahler hier in Bayern und in Deutschland, der schaut ja genau auf diese Verschwendungen. Ja, Sie führen ja auch ein gewisses Schwarzbuch, wo man sagt, da prangern wir jetzt auch mal jemanden an. Kommt jetzt die nächsten zwei Wochen raus. Kommt nächste Woche, okay. Da sind wir schon gespannt. Aber das ist ja, glaube ich, auch eine wichtige Institution. Da sind Sie ja auch schon fast so eine Gerichtsbarkeit, wo man sagt, also so geht's nicht. Was sind denn so in Ihrer Amtszeit so die größten Verschwendungen gewesen, die der Bund der Steuerzahler wirklich angeprangert hat? Naja, ich sage Ihnen schon die größten, aber man muss nicht nur die Großen schauen, sondern auch die Kleinen, weil viele, ganz viele Kleine, die geben denselben Schaden wie eine Große. Aber ich meine, eine der ganz großen Steuergeldverschwendungen war die Bahnstrecke nach Ingolstadt, Nürnberg-Ingolstadt, da ging es gleich um Milliarden. Aktuell sprechen wir von dem Flughafen in Berlin, der ins Unermessliche Steuergelder verschlingt, oder die Elbphilharmonie in Hamburg. Aber es gibt auch eine ganze Fülle von kleinen. Wissen Sie, dass man irgendwo an der Straße eine Mauer baut? Das wird im nächsten Schwarzbuch sein. Ich verrate jetzt schon ein bisschen was. Dass man eine Mauer baut irgendwo als Straßenbegrenzung, dann behauptet der Besitzer, die Mauer, die steht auf seinem Grund, dann reißt man die Mauer ab fürs Dreifache von dem, was man gebaut hat, baut sie neu und hinterher vermisst man und stellt fest, die erste Mauer war auch schon auf Staatsgrund. Also solche Dinge, die dürfen einfach nicht passieren. Oder der Name stammt von uns, die sogenannte Soda-Brücke. Die heißt nämlich Soda-Brücke, weil sie nur so dasteht. Okay. Da soll eine Straße kommen und dann baut man gleich eine Brücke und hinterher wird die Straße nicht gebaut und dann steht eben diese Soda-Brücke so da. Und das Interessante ist, dass wenn wir klagen ja auch gegen solche Steuergeldverschwendungen, dass sie dann vor Gericht die Aussage bekommen, ja, was wollen Sie denn? Da ist ja gar kein Schaden entstanden.
weil die Brücke ist ja gebaut worden, die steht ja da, das sagt das Gericht. Also Sie können nicht mal vor Gericht solche leichtfertigen oder grob fahrlässigen Dinge einklagen. Und deswegen fordern wir hier einen Straftatbestand und einen Amtsankläger, dass man genau wie bei der Steuerhinterziehung, bei der Steuergeldverschwendung diese Sachen auch ahnden kann. Das Schwarzbuch selber, das wir rausgeben, ist schon sehr abschreckend. Also steht niemand gerne im Schwarzbuch drin. Und vor allen Dingen Bayern ist die Landesbank ja ein typisches Verschwendungsbeispiel. Wenn man sich überlegt, dass man für 3,8 Milliarden eine Bank kauft, von der schon bekannt war, mit der Hypo Alpe Adria, von der schon bekannt war, dass sie mehr als marode ist und das auch noch im Umlaufverfahren beschließt, da kommen jetzt laufend noch zusätzliche Millionen und Hunderte von Millionen dazu. Jetzt aktuell werden wieder ein paar Sachen, jetzt laufen ja die Prozesse auf den Staat zukommen und letztendlich bezahlt es dann der Steuerzahler. Nun, bei allem, was Sie da so aufdecken und bei Ihren scharfen Kommentaren, muss man sagen, dass eben der Präsident Bund der Steuerzahler überall gerne gesehen wird. Also Sie haben gute Kontakte. Sagen wir es mal so, ich werde nicht überall ungern gesehen. Also wir versuchen ja unsere Arbeit sehr seriös zu machen. Bei uns wird nie ein Fall in der Öffentlichkeit diskutiert, den wir nicht recherchiert haben. Audiator et altera pars ist unser Grundmotiv. Zuerst wird angefragt, ob das, was wir an Informationen von allen Seiten bekommen, wir kriegen es ja von der Opposition, von verärgerten Politikern, von den Bürgern draußen, aus allen Bereichen, auch von den Medien selber, wenn die mit dem Thema nicht vorwärts kommen, dann schalten sie uns ein, damit sie dann hinterher berichten können. Also wir bekommen eine Fülle von Informationen, die werden aber alle abgecheckt bei uns. Es wird nichts veröffentlicht, was nicht vorher geprüft wird. Da wird die andere Seite gehört, dann wird sie ein Bild gemacht und dann gehen wir raus. Und diese seriöse Arbeit, dass man wirklich schaut, das Schwarzbuch, es gibt ganz selten Fälle, wo wir irgendwas revidieren müssen hinterher. Diese seriöse Arbeit, die schafft natürlich auch Vertrauen. Die Politik weiß, wenn wir mit irgendeiner Thematik kommen, dann haben wir das genau gecheckt. Und viele sehen uns natürlich auch nicht gern, das muss ich schon dazu sagen. Also manche Verwaltungen, denen wir halt über Jahre hinweg zu Leibe rücken, denen wäre es lieber, wenn sie nicht sehen. Ich glaube, in der Diätenkommission, aus der ich gerade aus sachlichen Gründen ausgeschieden bin, da wird man mich vielleicht nicht so gern sehen, wenn ich mich mit der Thematik jetzt befasse, aber man muss dann auch Konsequenzen ziehen, wenn man sieht, man kommt nicht vorwärts, dann muss man seine eigenen Entscheidungen treffen. Nun ist es so, Herr von Hohenau, der Bund der Steuerzahler, Sie sagten schon, Sie sind europäischer Präsident, Sie verleihen aber natürlich auch Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens oder Politikern auch einen sogenannten Taxpayer Award, wo man sagt, das ist also ein vorbildlicher Steuerzahler. Und jetzt machen wir eine kleine Pause, da reden wir gleich mal drüber. Herr Präsident, Taxpayers Award, hier sieht man Sie mit Herrn Monti. Ja. Das ist ja eine unglaubliche hohe Ehre, die man da empfangen kann. Welche Kriterien gehen da voraus? Naja, zunächst einmal wir haben negative Preise wie das Fass ohne Boden und wir haben positive Preise wie in Bayern den Sparlöwen, den wir jetzt dem Söder verliehen haben vor kurzem für den 7. Haushalt ohne Neuverschuldung. Und wir haben natürlich unsere europäischen Preise, die anregen sollen zu sinnvollem Umgang mit Steuergeldern, zu Rücksichtnahme auf die Steuerzahler. Und beispielsweise diesen Preis an Monti, den haben wir deswegen vergeben, weil Monti in Italien deutliche Reformen angestoßen hat. Leider ist er ja damit nicht erfolgreich gewesen, aber wir wollten in Brüssel zeigen, dass er auf dem richtigen Weg ist. Und das haben wir schon öfters gemacht, auch mit Politikern, die aus solchen Ländern, die da wirklich mal ein Turnaround schaffen. Ich denke in Estland oder auch in der Slowakei mit diesen guten Steuergesetzen oder Borisov in Bulgarien mit der Bekämpfung der Korruption. Für solche Sachen verleihen wir Preise, haben dann immer tolle Laudatoren. Und Sie wissen es ja selber, Sie waren ja auch schon mal
damals in der Zeit, als der neue Markt so aufgebaut wurde und Sie da einen wesentlichen Anteil hatten, waren Sie auch schon mal Preisträger. Das sind dann Laudatoren wie der luxemburgische Präsident Juncker oder Otto von Habsburg, der leider inzwischen verstorben ist. Also das sind sehr hochwertige Preise, die einfach zeigen sollen, dass die Steuerzahler registrieren, wenn jemand in seinem Land oder in seiner Firma oder in seinem Verband etwas Positives anstößt. Ja. Da darf ich nochmal zurückkommen, das werde ich nie vergessen, als die kaiserliche Hoheit Otto von Habsburg, ich durfte damals dabei sein, er war ja der Laudator bei der irischen Wirtschaftsministerin Mary Harney. Mhm. Und er hat, glaube ich, dann abends, wird er dann auch feierlich noch zusammengesessen. Ich glaube, er hat den Tisch verlassen, so gegen, ich würde mal sagen, also ich war müde und er saß noch dort mit der Mary Harney, mit der irischen Ministerin. Ich glaube, sie verließen den Tisch so, sie waren, glaube ich, auch schon weg, so gegen 2 Uhr. Und ich musste am nächsten Tag früh zurückfliegen. Und wer saß um 7 Uhr schon im Frühstückstisch? Die kaiserliche Hoheit Otto von Habsburg, ja, also unglaublich. Es war ein Vorbild, war übrigens auch einer unserer Preisträger und mehrfach Laudator. Es war ein vorbildlicher Politiker, der für Bayern im Europaparlament saß, nie einmal eine Sitzung versäumt hat. Das war, weil er da krank war und ansonsten überall da war und der wirklich, wenn man seine Bücher auch liest und über ihn liest, was er alles geleistet hat im Zweiten Weltkrieg, verfolgte Menschen gerettet und Bombardements auf Österreich verhindert. Er saß ja damals bei Truman in Washington, war also eine mehr als vorbildliche Persönlichkeit. Aber lustig war, weil Sie das gerade erwähnen, diesen Tag, lustig war da, dass ich, bevor der Abend, der dann so lange gedauert hat, dass ich sowohl vom Büro von der Mary Horney als auch vom Otto von Habsburg, seinem Büro, einen Hinweis bekommen habe, man möge darauf achten, dass sie möglichst wenig essen und dass sie nicht zu viel trinken. Also diese Bemühungen, die haben die überhaupt sind, nicht, fehlgeschlagen. Die sind total fehlgeschlagen. Ich kann mich auch noch an den Abend erinnern. Und sowas habe ich noch nie erlebt, diese Ministerin Mary Horney. Die habe ich besucht in Irland, das erste Mal. Und dann habe ich gedacht, was sage ich jetzt zu ihr? Ja, also es heißt im Irischen heißt es Tornister. Und ich war nervös und meine Frau war dabei. Und dann ging die Tür auf, dann kam sie rein und sagte, my name is Mary. Ja, ja, also, und diese war Frau, eine tolle Frau hat an dem Abend, es waren, glaube ich, 40 Leute da, die hat ein fotografisches Gedächtnis. Die hat jeden mit dem Namen verabschiedet. So etwas habe ich noch nie erlebt. Also unglaublich. Also Sie sind ja auch, Herr von Honau, Sie sind auch bekannt, dass Sie Menschen zusammenbringen. Sie sind ein hervorragender Netzwerker. Sie sind jemand, der sein Wort hält und sich genau überlegt, was er sagt, bevor er ihm einfach, ja, er überlegt. Sie sind wirklich eine Persönlichkeit, wo man einfach aufschauen kann, ja. Und das ist etwas ganz Besonderes. Und Sie setzen sich auch ein, wenn mal einfach negative Wellen kommen. Sie sind immer vorne der Kapitän. Ja, ja, das kommt so im Laufe der Zeit. Aber ich glaube, es ist auch irgendwo, ich kannte ja auch Ihre Mama. Also Sie sind ja auch in einer wunderbaren Familie groß geworden. Ja, aber Sie haben auch so einen Beschützerinstinkt. Und darum ist es unglaublich schön, auch in dieser Position zu sein. Also mein 30 Jahre in dieser Position. Das ist Der Steuerzahlerbund beschützt die Menschen, muss natürlich seine Vorstandschaft und besonders der Präsident muss diese Rolle dann wahrnehmen und da wächst in solche Dinge wächst man rein. Ein bisschen davon braucht man schon vielleicht von der Erziehung her. Man wächst in solche Angelegenheiten rein und es ist halt so, wenn ein erfolgreicher Verband als solcher bekannt ist, dann kommen die Leute auch, die Sorgen haben. Das sind Steuerzahler, die durch irgendwelche Gerichte ins Abseits getrieben worden sind. Riesige Firmen, die zum Teil durch steuerliche Maßnahmen oder durch gerichtliche Maßnahmen in Konkurs gegangen sind. Und all diese Problemfälle, die landen bei uns auf dem Schreibtisch und die müssen bei uns bearbeitet werden. Das ist eigentlich ganz normal. Und da hilft es natürlich auch, dass wir dann auch über gute Verbindungen verfügen zu den politischen Stellen, zu den oberen Verwaltungseinheiten, dass man manches Problem vorab lösen kann, manchen Menschen helfen kann. Andere Dinge muss man dann halt letztendlich auch durchstreiten. Herr Präsident, lassen Sie uns mal über das ganze Thema Schulden
reden, also Schulden Europa. Also das ist ja ein Thema, was uns noch sehr, sehr lange begleiten wird. Da hat ja auch der Präsident Bund der Steuerzahler ein großes Auge drauf. Wie sehen Sie denn diese ganze Schuldenentwicklung? Kommen wir da mal runter? Wenn man mal Berlin anschaut, manche Bundesländer, die sind hoffnungslos verschuldet. Sie haben ja auch diese Uhr, die läuft, jede Sekunde. Schuldenuhr. Sagen Sie doch da mal ein bisschen was dazu. Ja, mit den Schulden ist es so, dass es gibt einen alten Spruch, den haben wir auch schon seit 30 Jahren. Der heißt, die Schulden von heute sind die Steuern von morgen. Das heißt, wenn man beliebig Schulden macht, dann müssen die irgendwann zurückgezahlt werden. Und das wird dann durch höhere Belastung der Bürger geschehen. Und davor wollen wir die Menschen bewahren. In Bayern haben wir das jetzt geschafft. Gerade jetzt bei den letzten Wahlen haben wir ein Verschuldungsverbot in der bayerischen Verfassung verankert. Das hatten wir über ein Volksbegehren ja angeleiert. Die Politik hat dann gesehen, dass wir mit dem Volksbegehren sicherlich Erfolg haben werden, hat das von sich aus gemacht und den Bürgern zur Abstimmung gegeben, und das wurde mit 80% beschlossen. Also da sind gute Verhältnisse. Bayern hat aber, das ist das Interessante, ja von den ganzen Bundesländern außer Sachsen die niedrigsten Schulden. Es gibt Länder wie Bremen, die haben 10-mal so viel Schulden, oder Nordrhein-Westfalen, die haben 5-mal so viel Schulden, und diese Länder machen weiter Schulden, während wir inzwischen Schulden zurückzahlen in Bayern. So kann es nicht gehen, wenn dann auch noch ein Länderfinanzausgleich denjenigen bestraft, der sparsam ist, und denjenigen belohnt wie die Berliner, die das Geld zum Fenster rausschmeißen, dann ist das falsch. Auf europäischer Ebene wird es schon sehr dramatisch, weil wir haben letztes Jahr da auch im Internet eine riesige Aktion gefahren. Ich habe da 50.000 Unterstützer gewonnen, mehr als die ganzen Freien Wähler und AfD zusammen, haben sich unserer Steuerzahleraktion angeschlossen. Machen Sie das über Facebook? Oder? Ja, ja. Die Schulden, die Verpflichtungen, die inzwischen aufgebaut worden sind, sind über 1 Billion. Also wir haften schon als Bundesrepublik Deutschland, beziehungsweise wir haben schon bezahlt und haften für über 1 Billion. Und das ist die Hälfte der gesamten Staatsverschuldung, die Bund, Länder und Kommunen bei uns haben. Also eine riesige Summe. Und kein Mensch, auch Professor von den Fachleuten, auch Professor Sinn, glaubt, dass wir das zurückzahlen können. Allein die Griechen. Nur ein Beispiel. Was bedeutet das für uns, für unser Volk? Ja, das wird man jetzt sehen, was da passiert. Also ich meine, wenn man jetzt USA und so. Also wenn man jetzt nicht stoppt, dann wächst es ins Unermessliche, und das bedeutet, dass in irgendeiner Form unsere Kinder das zurückzahlen müssen, sei es indem ein finanziellen Crash gibt, sei es über Inflation oder sonst wie. Also wenn Sie nur so ein Land nehmen wie Griechenland als Beispiel, die haben ein Drittel weniger Bruttoinlandsprodukt als Bayern, haben 10-mal so viel Schulden, nämlich 320 Milliarden. Und dann haben sie noch bei uns über ihre Länderzentralbank nochmal 120 Milliarden Target-Schulden gehabt. Wer glaubt denn, dass das jemals zurückgezahlt werden kann von den Griechen? Also niemand. Und all das, was wir jetzt in diese Länder reinschieben, kommt ja überwiegend nicht dem Volk dort zugute, sondern damit werden Schulden zurückgezahlt an internationale Finanzinstitutionen, die denen für teures Geld in der Vergangenheit Geld geliehen haben und die jetzt das Risiko scheuen. Und jetzt übernimmt dann der Erich Le Schön und der Rolf von Hohenau und die Verkäuferin bei Aldi die Haftungen, die früher der Herr Soros hatte. Und das ist etwas, was man mit Argusaugen betrachten muss. Und das heißt, Nur noch eine Zahl muss ich da sagen. Ja. Der EWS, das ist eine Bank, die hat 700 Milliarden Eigenkapital. Die Deutsche Bank hat nur 9 Milliarden Eigenkapital. Nur, dass man die Dimensionen sieht und diese EWS. Auch die Gefahren. Die Gefahren. Und der EWS wird von den Gouverneuren geleitet. Das sind die Finanzminister der Länder. Da hat keiner eine entsprechende Ausbildung. Die dürften nicht mal in Deutschland eine Sparkasse leiten. Sind für ihre ganzen Handlungen, genießen sie Immunität, können also, wenn sie einen Blödsinn machen, nicht verantwortlich gemacht werden und dürfen sich auch noch selber ihre Kontrolleure, also ihre Prüfgesellschaften wählen. Also das ist eine ganz komische Konstruktion, und da wird jetzt nach der Bundestagswahl sicherlich mal eine neue Diskussion wieder angehen. Ja. Wie ist es, betrachten Sie sich auch manchmal so ein bisschen als so eine transparente Finanzpolizei? Ach,
Das wär etwas übertrieben, weil in diesem ganzen finanziellen Bereich, da wird so viel versteckt und verschoben und so viel den Bürgern vorenthalten. Ich habe auch sehr gute Kontakte zum Beispiel zu Transparency, wo die frühere europäische Rechnungshof Mitglied, das deutsche Rechnungshofmitglied Hedda von Wedel ist da Vizepräsidentin. Also wir halten Kontakt und versuchen alle gemeinsam auch mit den Rechnungshöfen, also mit den Länderrechnungshöfen, Bundesrechnungshof, Europäischem Rechnungshof, mit den Kontrollgremien der EU, mit denen wir auch eng zusammenarbeiten, zum Beispiel die OLAF, versuchen wir schon möglichst viel zu wissen. Aber es ist, uns stehen ja riesige Verwaltungen gegenüber, Parlamente über Parlamente, 600 Abgeordnete in Berlin mit den entsprechenden Verwaltungen und das in allen Ländern. Also das ist schon schwierig. Was wir auf den Tisch bringen, ist vielleicht die Spitze eines Eisberges. Aber mit Ihren mutigen Aufdeckungen, die Sie machen, haben Sie da nicht das Gefühl, Sie leben auch manchmal ein bisschen gefährlich? Weil Sie decken ja wirklich Dinge auf, die ja für uns Bürger und Bürgerinnen ganz wichtig sind. Ja? Und Sie lassen sich da auch nicht kleinkriegen und so. Aber es gibt ja sicherlich auch Leute, die Sie jetzt nicht unbedingt so gerne sehen. Ja, ja, man bekommt ab und zu mal Bedrohungen. Ja. Man merkt ab und zu, dass man abgehört wird am Telefon. Aber ich bin ein Jäger, ich hab da nicht so viel. Wie sind Sie denn mit Herrn Schäuble zufrieden? Überhaupt nicht. Überhaupt nicht? Warum nicht? Das muss ich ganz ehrlich sagen. Weil der Herr Schäuble gerade diese ganze Rettungsschirmproblematik so durchgepaukt hat. Die Abgeordneten haben am Freitag zum Beispiel den ESM-Vertrag in englischer Sprache gekriegt, am Samstag dann die Übersetzung in deutsche Sprache und am Montag mussten sie schon entscheiden. Da haben sich ja einige sehr, sehr darüber beschwert, wie Bosbach beispielsweise, Gauweiler, also eine ganze Reihe von Schäffler, von Bundespolitikern haben auch das sehr, sehr kritisiert und Schäuble hält halt nie das, was er sagt. Sie haben es ja auch jetzt wieder gesehen. Jetzt hat er zum Beispiel einen Vorstoß gemacht und hat gesagt, ja, über die Frage von Steuererhöhungen, da kann man diskutieren, dann muss er wieder zurückrudern, weil ihm wahrscheinlich der Seehofer und die Kanzlerin eine auf die Rübe gegeben haben. Also das sind, ich glaube, dass er da sehr leichtfertig umgeht mit den Mitteln der Steuerzahler und das haben wir auch schon kritisiert, zumindest leichtfertig umgeht mit den Haftungen, die wir auf europäischer Ebene eingehen. Herr von Hohenhaus, Sie sind auch ein internationaler Herr. Sie sprechen gut Französisch. Lassen Sie uns mal ein bisschen auf die Gefahren kommen, was aus Frankreich da kommen kann. Also die französische Wirtschaft ist nicht in Schwung. Frankreich ist also jetzt nicht ein Griechenland, sondern ein großes Land. Ja. Italien ist auch noch ein Thema, Spanien, Portugal. Das heißt, wenn Sie jetzt da mal europäisch mit Ihrem Wissensstand sich mal dazu äußern, dass ja im Grunde erst einmal alles immer politisch bei Frau Merkel aufschlägt, ja, und bei ihrem Kabinett. Aber reicht das? Reicht das? Braucht es da nicht noch eine stärkere Festigung des Bundes der Steuerzahler? Weil Sie schauen ja mit Argusaugen hin, aber die entscheiden ja irgendetwas und dann ist es entschieden und dann kommen die Auswirkungen vielleicht verschoben in 2-3 Jahren. Aber sie kommen, ja, da lauert ja was. Wir haben eine sehr starke Organisation, Steuerzahlerorganisation auch in Frankreich, wo wir sehr viel Informationen haben. Ich halte persönlich Frankreich für die größte Gefahr im Euroraum. Und zwar aus verschiedenen Gründen. Erstens mal, weil die Franzosen eine vollkommen verfehlte Politik machen, wenn man weiß, dass man Probleme hat mit der Alterspyramide und dann die Lebensarbeitszeit runtersetzt, dann ist das ein blanker Unsinn. Wenn man in der heutigen Zeit, wo die Belastungen in allen europäischen Staaten ja hoch sind, also wir sind ja außer in den neuen Ländern so wie Lettland und Estland und Ungarn und Slowakei und Bulgarien, da haben wir diese Flat-Tax-Systeme, die sehr einfach sind mit niedrigen Steuern, aber ansonsten ist die Steuerbelastung hoch in Europa. Und wenn man dann, so wie in Frankreich, zusätzliche Steuern einführt, Reichensteuer und was da alles passiert, sind ja inzwischen die reichsten Leute schon abgezogen. Und so kann man keine Wirtschaftspolitik machen, weil die Großbetriebe und die auch Geld verdienen, die
verdienen ja nicht nur Geld, sondern sie schaffen auch Arbeitsplätze. Und das Sozialste, was man überhaupt machen kann, ist Arbeitsplätze zu schaffen und zu erhalten, was im Übrigen der Mittelstand in ganz besonderem Maße macht. Und mit so einer Politik kann man meines Erachtens auf die Dauer nicht erfolgreich sein. Und Frankreich hat ja mit Deutschland zusammen die Maastricht-Verträge gleich als erstes gebrochen. Also die Großen haben die Gesetze, die sie gemacht haben, gebrochen und jetzt hackt man auf vielen anderen Ländern rum, weil die das auch tun und Frankreich macht es so weiter. Die werden dieses Jahr ihre Stabilitätskriterien bei weitem verfehlen und deswegen sehe ich Frankreich auch vom Volumen her als die größte Gefahr in dieser ganzen Eurozone an. Die Italiener haben Reformen angefangen, die Italiener sind auch gewöhnt, mit kritischen Situationen umzugehen. Ich glaube, dass die durchaus in einen besseren Weg einschlagen und auch die Spanier und die Portugiesen als die Franzosen. Hier liegt wahrscheinlich das große Problem. Wenn man jetzt Sie kennt, wenn man das Know-how, Sie haben ja ein super Team auch im Bund der Steuerzahler, wie wichtig ist, dass man dieses Know-how auch an die Politiker ranbringt? Weil ich kann mir also gut vorstellen, das ist ja jetzt, wenn man mal schaut, die ganze Bankenkrise, die Menschen verlieren Vermögen, weil eben einfach Banker Werte verletzen und einfach dann ist das Geld halt weg. Die digitale Revolution läuft. Irgendwann werden die Steuererklärungen wahrscheinlich via iPhone kommen und so weiter. Das ist ja alles, ist ein Tempo da, aber wir haben immerhin auch noch Leute, 60 plus, die mit dem Ganzen nicht mehr so mitkommen. Inwieweit sind Sie manchmal nicht nur Präsident der Steuerzahler, sondern auch ein hervorragender Ratgeber für Politik und für Wirtschaft und für Gesellschaft und natürlich auch für Soziales? Das hängt ja alles zusammen und natürlich auch für die Medien. Also es ist ja so, dass wir ständigen Kontakt mit der Politik haben. Es gibt im Übrigen auch eine ganze Reihe von Politikern, die bei uns Mitglied sind, also aus dem Kabinett. Ich möchte sie im Einzelnen nicht aufzählen, aber angestammt der Staatssekretär im Finanzministerium, der Finanzminister, also die sind bei uns fast immer Mitglied und zwar schon aus früheren Jahren, also bevor sie Politiker waren, also langjährige Mitglieder. Und die sind dann auch nicht ausgetreten? Treten auch nicht aus, ja. da hat man enge Kontakte. Ich habe auch zusammen mit dem Professor Sinn beispielsweise den Bayerischen Landtag beraten, offiziell in der ganzen Frage der Rettungsschirme. Wir waren beratend beim österreichischen Parlament auch zu dieser Thematik. Also man hat laufend Kontakte zur Politik. Und auch über diese Frage der Auszeichnungen kann man natürlich für besonders gute Tätigkeiten dann Preise vergeben. Also der Kontakt ist da, man versucht zu beeinflussen. Es gibt natürlich auch sehr viel Schriftverkehr. Wir machen eigene Vorschläge zur Steuervereinfachung. Wir machen viele Veranstaltungen beispielsweise mit Persönlichkeiten wie Professor Kirchhoff, wo wir einer breiten Bevölkerung darstellen, wie ein Steuersystem sein könnte. Ich habe beispielsweise mit Kirchhoff letztes Jahr eine Veranstaltung gemacht, da hatten wir gerechnet, dass 400 Leute im Bayerischen Hof kommen, dann haben sich 1200 angesagt. Mussten wir im großen Saal umziehen. Da sehen Sie, wie groß das Interesse ist. Und natürlich sind wir eng verbandelt, auch mit den Medien. Verbandelt heißt aber nicht, dass wir da backeln zusammen. Die sehen uns durchaus auch kritisch, wenn es sein muss. Aber wir haben einen guten Zugang zu den Medien. Wir haben eine große Medienpräsenz und damit kann man Themen auch transportieren. Und was ganz wichtig ist, was man nie vergessen sollte, sind die Kontakte zu den Fachleuten, zu Chef des Steuerberaterverbandes wird jetzt in der nächsten Zeitung wieder einen großen Artikel bei uns schreiben. Dann der Professor Sinn, mit dem wir in der Rettungsschirmproblematik eng zusammenarbeiten. Und so holen wir uns Raffelhüschen Professor Raffelhüschen zu der Frage der nicht eingezahlten Pensionsverpflichtungen des Staates. Das ist auch wieder fast in der Bundesrepublik bis auf eine Billion Euro zugeht. Also für solche Dinge holen wir uns Fachleute zur Hand und das ist schon sehr wichtig. Und Sie haben natürlich auch ein unglaubliches Netzwerk von Fachjuristen, was ja ganz wichtig ist, ja, wenn man sich komplizierte Steuersystem anschaut. Ganz viele Steuerberater sind bei uns in Funktion, also im Aufsichtsrat, uns Vorsitzende von unseren Regionalverbänden, in Gremien. Wir haben Ausschüsse, in denen solche Themen bearbeitet werden. Also wir haben da eine ganz enge Verflechtung mit der Praxis.
Noch ein Satz zu unserem Finanzminister, zu Markus Söder? Ja, ich halte ihn für einen sehr guten Mann. Markus Söder hat sich wahnsinnig schnell in diese Funktion reingearbeitet. Ich kenne ja ab Max Streibel alle Finanzminister, war, hat mit allen gut zusammenarbeiten können. Und er war innerhalb kürzester Zeit von einem ganz anderen Ressort eingearbeitet in die Problematik des Finanzministeriums. Er hat ganz konsequent den Schritt fortgeführt, der schon eingeleitet war zu Stoibers Zeiten, nämlich Haushalte ohne Neuverschuldung zu machen. Wir haben jetzt inzwischen, wenn man den Doppelhaushalt nimmt, dann 8 Haushalte in Bayern, wo keine Neuverschuldung durchgeführt worden ist. Er hat es geschafft, auch jetzt 2 Jahre lang schon Schulden zurückzuzahlen. Er wird in den nächsten Jahren Schulden zurückzahlen. Und er hat gemeinsam mit dem Ministerpräsidenten dafür gekämpft, dass wir ein Schuldenverbot in die Verfassung bekommen. Also da wird richtig gute Arbeit gemacht im Bayerischen Staatsministerium der Finanzen. Und das sieht man ja auch, was das dann für Früchte trägt. Weil mit den niedrigsten Schulden hat man natürlich auch die niedrigsten Zinsen. Damit hat man ausreichend Spielraum für Infrastrukturmaßnahmen, für Investitionen, was die anderen Länder im Norden alle nicht haben. Ja. Herr Präsident, die Frage muss ich Ihnen stellen, wo wird Ihr Verband in 5 Jahren sein? Ja, unser Verband wird in 5 Jahren existieren. Wir werden vielleicht noch ein paar zusätzliche Organisationen in Europa haben, in Europa noch stärker werden. Unser Verband wird in 5 Jahren hoffentlich wieder mal ein paar richtige Erfolge gelandet haben. Ich denke dann, dass wir jetzt also dafür kämpfen, dass die Steuerverschwendung bestraft wird. Das hoffe ich, dass wir das in dem Jahr oder im nächsten Jahr hinkriegen, auch mit Unterstützung von Brüssel. Ich hoffe, dass bis in 5 Jahren kein Soli mehr gibt, weil der Soli dient eigentlich nur noch der Staatsfinanzierung und nicht mehr dem Aufbau Ost. Und ich hoffe, dass wir in 5 Jahren vielleicht dann ganz ernsthaft über Modelle diskutieren, wie das von Professor Kirchhoff, nämlich dass wir dann einfaches Steuersystem haben mit wenig Ausnahmen, mit niedrigen Steuern und das dann durch die Einfachheit auch gerechter ist und natürlich auch von der Belastung für die Bürger eine Entlastung darstellt, gerade im mittelständischen Bereich. Die Unternehmen brauchen Eigenkapital, man darf ihnen nicht zu viel wegnehmen und dafür sorgt der Bund der Steuerzahler. Herr von Hohenau, vielen herzlichen Dank für das interessante Gespräch. Schön, dass es solche Menschen wie Sie gibt, die sich eben einfach für die Mehrheit und eben für gerechte Steuern einsetzen. Und ich darf Ihnen vielleicht noch ein Zitat vorlesen, das von dem Finanzminister von Ludwig XIV. Stammt, der sagte: Die Kunst, Steuern einzunehmen, besteht darin, die Gans zu rupfen, ohne dass sie dabei schreit. Vielen herzlichen Dank. Liebe Zuschauer, das war's schon wieder. Und diesmal mit dem Präsident Bund der Steuerzahler hier in Bayern, Baron Rolf von Hohenau. Wir sehen uns wieder nächsten Samstag. Bis dahin noch einen schönen Abend. Unterhaltung bei Le Schön präsentierte Ihnen Ihre Münchner Bank.